Unser Forschungsthema besteht darin, vom Grundlagenverständnis zu einem optimierten Verbrennungssystem zu kommen. Wir experimentieren deswegen letztlich mit dem Ziel, Modelle und deren Implementierung in einer numerischen Simulation zu validieren. Und das bedeutet, wir betreiben Methodenentwicklung, keine Technologieentwicklung. Man startet mit einem bestimmten Modell im Kopf, designt ein Experiment, um diese Frage zu beantworten und findet dann, dass es sich anders darstellt, als man vorher gedacht hat. In hohem Maße werden unsere Einblicke in die Verbrennung ja von der Methode der Laserdiagnostik getragen. Und unser Bestreben ist dort, möglichst die Grenzen dessen, was man derzeit sehen oder messen kann, weiter voranzutreiben.